Hi Leute, ich habe mal wieder ein Video für euch. Was heißt mal wieder? Also es kommen momentan ja wahrscheinlich wieder regelmäßig Videos, so wie ich geguckt habe. Gestern habe ich schon einen Rossmann-Haul gedreht. Heute drehe ich schon wieder einen Haul. Schande über mein Haupt, ich habe diesen Monat eingekauft. Es wird zwar immer weniger mit den Hauls, muss ich sagen, weil ich mich momentan echt zusammenreißen kann. Ich kann mein ganzes Geld nicht für Bastelkram oder Kosmetik, besonders Kosmetik habe ich definitiv genug. Ich könnte euch ja mal zeigen, was ich alles an Kosmetik habe, wenn ich dem Ganzen mal so ein bisschen Herr geworden bin und es mal konkret sortiert habe. Ich habe zwar schon Duschgele sortiert, habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Ich habe auch schon Cremes und Deos noch mit sortiert, aber alles andere fliegt so ein bisschen kreuz und quer. Das Dekorative ist auch relativ sortiert. Aber gut, ich habe genug Kosmetik. Sagen wir es einfach mal so, ich habe genug. Ich habe eigentlich zu viel, aber niemand sagt selbst, dass er zu viel hat. Also ich habe genug. So, dann ja, war ich bei HEMA einkaufen. Ein klein wenig. Ja, leider konnte ich nicht alles einzeln bestellen, sondern manchmal muss ich ja zwei bestellen. Was finde ich schade ist, weil ich eigentlich sonst die Hälfte des Geldes hätte vielleicht sparen können. Ja, manches Mal ist in diesen kleinen Minitüten verpackt. Die kann ich ja schon mal eigentlich rausfischen. Ha, Bartum Tisch, fischen. Genau, das teuerste Produkt gleich zuerst. Dieses süße Fischmäppchen. Also dieser Fisch hat einen Mund. Und dieser Mund ist die Öffnung, wo man die Stifte reintun kann. So. Ja. Om nom nom. Ja. Okay. Spaß beiseite. Es ist auf jeden Fall ein super süßes Stiftemäppchen. Dadurch, dass ich ja noch ein Jahr... nein, ich habe mein Abi, aber ich mache noch eine Ausbildung an meiner Schule. Und dadurch, dass ich die noch einmal ein Jahr mache, dachte ich mir so, ey, und notfalls siehst du cool auf meinem Schreibtisch aus. Ja. Gut. Dann, ja, das war das teuerste mit 4 Euro. Was auch nie fehlen darf, sind coole Radiergummis. So, diese Eisdinger... Leider doppelt, weil Mindestbestellwert. Ich werde sie wahrscheinlich immer mal wieder an Geschenke mit dran kleben. Ich meine, ist ja nicht verkehrt. Und das sind meine neuen Radierer. Ja, einmal Früchte. Und zwar hier Wassermelone, Banane, Kirsche, Orange und Ananas. Und das andere ist ein Stieleis mit 3 Kugeln. Ein Stieleis mit einer Erdbeerglasur, ein Eis in der Tüte, wahrscheinlich Vanille, dann eine Art Torte mit Erdbeeren und so Zeugs drauf und ein Keksding. Also das heißt eigentlich, dass es Eisvarianten sind, dann ist das wahrscheinlich eine Eistorte und das ist so ein Keks mit so einer Eisfüllung, weil man sieht an der Seite so ein bisschen, dass da so eine Füllung drin ist. Sind aber an sich alles Radierer. Ich erwarte nicht viel von denen, aber sie sehen gut aus. Das reicht mir. Und ich glaube, da hat eine Packung circa 1 Euro gekostet. Ja. Dann, wo jeweils eins von den Dingern 2,50 gekostet hat, ist so ein Stickerbuch. Und ich kann ja mal so, sind so Wimpel, Herzchen, Sprechblasen, Sternchen und so Etiketten. Und hinten auch noch so Fotoecken. Und es sind insgesamt 200 Stück. Hier nochmal so eine Übersicht, was da alles drin ist. Finde ich ganz süß. Für 200, für über 200 Sticker 2,50 Euro kann man nichts sagen. Und sie sind auch nicht so, also ich finde, bei HEMA ist meistens viel so ziemlich kitschig. Und ich finde, das ist jetzt nicht so allzu kitschig. Und leider halt auch zweimal. Dann Sticky Notes. Okay. Ich glaube, das Ding ist einfach nur unter Haftnotizen gelistet. Zumindest. Ja, das müssten die Haftnotizen sein.
Ja, das sind die Haftnotizen. Da hat dieses Pack 2 Euro gekostet. Es sind insgesamt 7 verschiedene drin. Hinten so sieht es aus, dass das alles auf einem Blatt ist. Ich kann es ja mal auspacken. Mir ist es jetzt egal, wie lang das Video wird. Ich packe einfach die Sachen noch schon mal für euch aus. So, und zwar sind das hier so größere. Einmal mit einer Schere nebendrin, einmal mit Number. Also dieses Nummer-Ding, einmal ein To-Do-Ding, einmal eins mit einem Radio nebendran, mit einem Pfeil, so ein kleiner Wimpel, so noch so ein Ding mit einem Pfeil, da nochmal so ein schmales, mit einem Telefon, wo Call draufsteht. Und hier unten nochmal was mit so einem Internet-Globus-Ding. Ja, ich ganz süß. Ich habe da größtenteils an meinen kleinen File of Hacks gedacht, den ich mal unbedingt wieder dekorieren sollte. Weil ich bin dann, glaube ich, im März stehen geblieben. Oder Mai. Naja, ich hatte viel zu tun mit dem Abi und so. Das ist meine Ausrede dafür jetzt. Naja, für den File of Hacks hätte ich wahrscheinlich einmal in der Woche Zeit gefunden. Aber ich habe mich lieber mit anderen Dingen beschäftigt. Und ja, meine neuen Haftnotizen. Wahrscheinlich 2 Euro, also von daher günstig. Schleifen. Schleifen. Ja, einmal schleifen. Sind das die Schleifen? Nein, das sind 3er-Pack Haftnotizen, okay. Also, leider auch wieder Thema Mindestbestellding. Hat jeweils ein Pack 75 Cent gekostet. Und zwar sind das einmal hier so ganz normale Sticky Notes mit einer Schleife an der Seite. Ein runder Punkt als Sticky Note. Und man sieht es gar nicht, aber das ist so ein richtiges Neon-Orange. Und ein Schleifen-Sticky Note. Und wie viel Blatt haben die jeweils? Steht gar nicht drauf. Schade, aber wahrscheinlich genug. Sticky Bookmarks. So, dann haben wir den Markierungsfähnchen, also da hat auch jeweils 1,75 Cent gekostet. Und ich kann das ja schon mal wieder, eins kann ich mindestens aufmachen. Und das sind halt so kleine Sticky Notes, also im Verhältnis jetzt zu dieser Schleife zum Beispiel, sind die echt winzig. Und selbst zu denen, die in diesem 7er Ding sind, sind die auch klein. Finde ich aber ganz süß. Und ja, das sind halt so auch wie Sticky Notes halt 6 Stück. Und da sind es jeweils 60 Blatt, also definitiv genug. So, dann eine kleine Schachtel. Gut, dass ich das jetzt mittlerweile mit den... das sind, genau, die haben... mit der 12. Okay. Nicht 75. Ah, okay. Die waren etwas teurer. Die haben 3 Euro gekostet. Das sind auch 7 Stück. 4, 5, 6, 7, 8. Also entweder kann ich nicht zählen oder 2 sind zusammen. Aber die Nummer stimmt. 7er Pack Haftnotizen. Naja, gut. Auf jeden Fall sind das auch nochmal Sticky Notes. Und die sind an so einer süßen Schachtel. Ach, die blöde Rechnung möchte nicht. Also, entweder habe ich mich jetzt verzählt oder die haben sich verzählt. Auf jeden Fall sind das hier diese und ich zähle da 8 und ich glaube, ihr zählt da auch 8. Und ja, sind ganz süß, wie gesagt, mit so einer
süßen Metallschachteln. Ganz niedlich und praktisch und ist die 60, 75 und am Ende die 12. Ja, da steht 7er Pack 8. Da haben die sich verzählt, definitiv. Aber ist ja auch egal. Sie haben 3 Euro gekostet. Dann etwas, was relativ teuer war, glaube ich. Genau, nee, eigentlich gar nicht. Das hat 2 Euro pro Stück gekostet. Und da habe ich echt keine Ahnung, wie das ist. Aber das sind so schwarze Klebebandrollen. Und ich mache mal eine auf. Weil das ist kein normales Klebeband. Wäre langweilig, dann hätte ich kein schwarzes Klebeband kaufen müssen. Und zwar, wenn ich den Anfang finde. Anfang. Oh, das ist recht dünn. Das scheint aber... Ah, okay. Es hat einen Anfang und dann... Ah, okay. Jetzt habe ich es kapiert. Also, hat an sich so eine Vorder- und Rückseite. Und es ist schwarz, ja. Das ist so ein Tafelklebeband. Und ich bin mal gespannt, wie das ist. Aber ich finde es total cool, wenn man dann so Streifen hat. So, die man dann halt, also man klebt das dann irgendwo auf. Und dann kann man damit einfach Dinge beschriften. Oder besser gesagt, man hat dieses Stück Tafelding da. Und kann man vielleicht auf Tassen oder Gläser oder so auf Partys machen. Oder generell auf Gläser. Und dann kann man auf Partys, kann jeder seinen Namen draufschreiben. Und finde ich ganz cool. Und generell zum Beschriften von Dingen bestimmt sehr, sehr gut. Wenn es nicht für ewig halten muss, die Beschriftung. Ansonsten kann man damit bestimmt auch gut sein Zimmer verziehen. Und da hat eine Rolle 2 Euro gekostet. Genau. 4 Rollen. So, 4 Rollen Washi-Tape 8 Meter. Steht hier. Ja, 4 Rollen Washi-Tape 8 Meter. Vorne drauf steht Glitzer-Tape. Ich hoffe, es ist Washi-Tape. Aber wenn das Washi-Tape ist, in diesem Glitzer, dann ist das genial. Ich kann es euch schon mal auspacken. Aber ich vermute mal, es ist normales Glitzer-Tape. Wenn ich dann eher für... Ich bin jetzt gerade laut im Auspacken. Also wenn es kein Washi-Tape ist. Los, Müll, versammel dich auf dem Boden. Ich heb dich nachher auf. Also. Es ist auf jeden Fall schon mal glitzert. Und wie ich mir es fast vorgestellt habe, das ist nervig abzukriegen. Der Anfang, der immer so schwer abgeht und danach geht es von alleine super leicht ab. Ja, genau. Und zwar ist das auch wieder so ein, ähnlich wie das Magnetklebeband, halt unten so ein Abziehding und oben halt dieses Glitter etwas. Und ich glaube nicht, dass ich das als Washi-Tape nutze, weil gerade das mit dem Washi-Tape finde ich halt cool, dass man das halt korrigieren kann. Und ich vermute mal, dass das bei diesen 4 Dingern nicht unbedingt geht. Aber das Türkis finde ich auch super schön und das Pink. Und ich kann auch Karten basteln und sowas. Und von daher wird das wahrscheinlich da verwendet. Und diese Packung hat 2 Euro gekostet. Dann haben wir wirkliches Washi-Tape. Das gerade abgehauen ist. So, also gut. Wirkliches Washi-Tape. 4 Stück. Und das hat 2 Euro gekostet. Oder? Und
Cap. Ja, das hat 2 Euro gekostet und ich packe es euch auch wieder aus. Weil ich finde, durch dieses Plastik sieht man das noch schlechter, als man das schon so sieht. Wie gesagt, Müll versammelt sich auf dem Boden bis nach dem Video, dann wird er aufgeräumt. Das ist immer so schön. Die Leute denken immer so, ja, Videos machen ist ja ganz einfach. Aber dieses Hinräumen, dieses Wegräumen, das Ganze vorbereiten, das ist gar nicht mal so ohne. Ihr wollt gar nicht wissen, wie mein Bett gerade aussieht. Ja, auf jeden Fall sind das insgesamt 4 Rollen für insgesamt 2 Euro auch wieder so um den Dreh. Und die erste ist hier so rot mit Blümchen außenrum. Blümchen. Die andere, das erkennt man sehr, sehr schlecht. Das ist irgendwas Wirrwarr-mäßiges. Ja, ich ziehe es euch mal hier ab. Also so schön. Es mag mich heute nicht. Das möchte nicht bei mir bleiben. Also das ist hier so eins mit ganz viel Bunt und Party und was weiß ich, es ist auf jeden Fall orange und bunt und man kann es schlecht erkennen, was es ist. So. Auf jeden Fall sind da Sternchen und eine Ananas zwischendrin. Aber gut, dann sind hier so kleine Sprüchelchen immer am Rand drauf und hier so Schleifchen. Was ich bei denen schade finde, ist, dass sie quasi nur senkrecht gehen. Und ich finde, Washi-Tape benutzt man mehr waagrecht, also ich benutze es mehr waagrecht, natürlich andere benutzen auch vieles senkrecht. Aber ich mache das ja immer... Wo ist mein Pfeil-Effekt schon wieder hin? Ah, da. Also ich benutze ja Washi-Tape zum Gestalten meiner Filofax-Seiten. Und ja, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal diese Seite. Der Termin ist sehr unspektakulär, das ist einfach nur ein Unterrichtstermin. Und ja, wie ihr seht, ich benutze es waagrecht und nicht senkrecht. Und ja, ist halt so, kann man nichts machen. Trotzdem sind das 4 schöne Farben und notfalls werden damit Geschenke eingepackt. Weil Geschenke mit Washi-Tape sehen immer viel schöner aus. Washi-Tape! Gut, dann etwas, was relativ schwer ist, was 3 Euro gekostet hat und somit am zweitteuersten war, ist dieses Klebeband. Ja. Musste mal wieder 2-mal mitgenommen werden. Es ist halt echt, also da könnte ich mich echt drüber aufregen. Also ich glaube, ich rege mich darüber auf. Ja. Geh auf, Plastikverpackung. Oh. Auf jeden Fall, so sieht das aus. So ein Abrolldingens da mit Klebeband. Und was halt das Tolle an dem Klebeband ist, also es geht schon mal gut ab und das ist kein normales Klebeband. Das Ding, sieht man vielleicht an der Oberfläche, ist generell schon ein Stück dicker und so, was haben wir denn? Wieso sind Löffel nicht Magnete? Also auf jeden Fall ist es Magnetklebeband. Ich hoffe, es ist relativ stark, weil dann kann man damit auch schön Dinge auch an die Wand heften, die man auch mal wieder abnimmt und neue Sachen dranhängt. Und ja, oder generell, ja. Es ist einfach Magnetklebeband und Magnetklebeband ist cool, ganz einfach. Also ich fand es cool. So, dann nochmal
Sticky Bookmarks. 14, 10, 57. So, und das sind... Ah, ja. Die musste man mal wieder zweimal kaufen. Das sind, so wie es drauf steht, 7. Diesmal steht es auch wirklich so drauf, wie es ist. Hat eine Packung 75 Cent gekostet. Da tut es auch nicht weh, die zweite Packung mitzuhaben. Und wie gesagt, ich habe schöne kleine Dinge, die ich jetzt mit auf Geschenken packen kann. So als kleines Gimmick. Das sind diese Fähnchen. Halt besonders Fähnchen und diese Etikettendinge. Und ist halt zum Markieren super. Und auch wenn ich nicht mehr viel zu markieren habe, in meinem Pile of Hexes ist immer was zu markieren. Kannst du das gerade beim Make-up ein bisschen verwischen? Und los geht's. Wie gesagt, zweimal. Dann 6 Rollen Washi-Tape. Jeweils 8 Meter. In so super coolen Regenbogenfarben. Ich hoffe, sie sind auch so super cool. Und ja. Ich glaube, die brauche ich nicht auspacken. Es ist so ein hellblau, ein pink, ein orange, ein grün, ein gelb und ein rot. Und ja. Dieses Ding hat 2,50 Euro gekostet. Kann ich echt nichts sagen. Also von daher. Jo. Dann ein Dekolocher groß. Der war auch recht teuer. Der hat 4 Euro gekostet. Aber er ist halt wirklich groß und für so einen großen Dekolocher kann man nichts sagen. Und es ist halt hier dieses Stern-Ding. Und es hält halt durch Magnete fest. Ja, daran sieht man, dieses Magnetklebeband ist magnetisch.